Super Zombie. Wow. Wow. Na, komm halt runter. Oh, guck mal, da oben ist wieder eine Kettenpeitsche. Tut mir leid, da muss ich gerade nochmal eine Notiz setzen. Zack und zack. Ja, wieso? Hä? Hier. Hä? Egal, okay. Da ist schon ein Eintrag, keine Ahnung. Der letzte Eintrag war in diesem Sektor? Mist, falscher Knopf. Kann auch in der Luft blocken, gut zu wissen. Ah, okay. Hier oben kommen wir auch nicht so ohne weiteres hin. Da brauchen wir irgendwie ein Utensil, Hilfe oder weiß nicht. Gibt es hier noch Doppelsprünge geben? Die hat sich aber leicht beeindrucken lassen. Ich höre dort noch was. Ich dachte, hier gäbe es noch Zombies. Die hätte ich gerne mitgenommen, weil... ich meine, Erfahrungspunkte nimmt man immer gerne mit, ne? Vorsicht vor den Köpfen, den kann man nicht ausweichen. Die gefährlichen Köpfe der Gefahr. So, hier können wir nichts machen. Ein Dead End sozusagen. Moment, was haben wir hier auf der rechten Seite? Ist da was? Ich weiß, für einen Aufzug. Hier habe ich diese Türen, können wir anscheinend nicht durch. Ah, klar. Moment. Ach, das war unsinnig. Ah, das war unsinnig. Ja, okay. Soundtrack ist übrigens schön. Der gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr, sehr atmosphärische Musik. Maximale Magie erhöht. Schön. Und sonst so? Was kann man hier sonst so machen? Ja, nicht. Doch, hier können wir hochklettern. Der Burgsaal. Oh. Oh, ja, können wir gebrauchen. Gibt's auf der linken Seite was? Ja, können wir auch gebrauchen. Was ist das für eine Statue, die umgefallen ist? Ich kann das nicht erkennen. Ich kann das Bild nicht entziffern. Versteht ihr das? Diese, was das ist? Ich verstehe das gerade nicht. Aber wir werden hier aufgefrischt mit Dingen. Oh, was ist denn hier? Als ich den Hauptsaal betrat, flackerte das Licht für einen Augenblick auf, um in der Dunkelheit dutzende unheimliche Schädel sichtbar werden zu lassen. Aus ihren leeren Höhlen schienen mich Augen zu beobachten, als warteten sie auf etwas. Als das Licht wieder aufflackert, haben sich meine Ängste bestätigt. Die Schädel liegen jetzt noch näher. Vom Ende des Gangs ertönt ein scharfes Pfeifen. Das Licht erlischt. Ist das das Ende? Oh oh. Wow.
An ihn erinnere ich mich übrigens auch noch. Ich habe den als einen sehr coolen, aber auch sehr fordernden Bosskampf in Erinnerung. Und ich weiß nicht mehr, welche Strategie ich da hatte. Ich schätze mal, okay. Muss echt aufpassen. Okay, die, wow! Okay. Ein bisschen Energie, wenn schlecht. Aber ich weiß nicht, ob's da welche gibt. Mist, okay, das verbraucht also Energie. Okay. Wow, das ist sehr praktisch, ach, meine Bücher hinterher gefallen. Dass ich. Okay. Synchrones Blocken ist also drin gegen ihn. Okay. Puh. Was kommt jetzt? Okay. Wow. Okay. So, okay. Hoppa. Hoppa. Okay. Jetzt trifft er mich doch, ey. Ich hab mein Mojo verloren hier. Komm schon. Boah, komm schon. Der ist gleich hinüber. Ich aber auch. Mist. Okay. Boah, Mist. Wow. So, und? Hier nochmal. Wow. Wow. Oh, dude. Whoa. Und jetzt. Jawohl. Pam. Puh, knapp Kiste. Aber lief gar nicht so schlecht. Ich mochte den. Ich mag den Bossfight. Das ist cool. Hey. Wir haben die Lampe. Ich schätze mal. Oder? Was ist das? Okay. Moment. Was war das? Egal. Wir haben einen neuen Bestiarien-Eintrag. Und das können wir gerne auffrischen. Haben wir noch irgendwas Neues? Wir haben ein neues Ziel. Die Guillotine. Sehr gut. Das ist eine Attacke, die ich immer sehr gerne mache. Und auf den freue ich mich schon.
Den kenne ich noch aus Castlevania, also aus dem ersten Teil. Das ist eine Attacke, die hat sich in mein Muskelgedächtnis eingebrannt, förmlich. Das habe ich auch im zweiten Teil, Castlevania Lords of Shadows 2, auch sehr häufig benutzt. So, ich wollte mal zurück. War hier nicht noch irgendwas zum Energieauffüllen? Ja. Besser ist das. Aber wir sind schon bald in Level 5. Haben aber doch keine Kettenpatch. Was haben wir jetzt eigentlich gewonnen? Mein Bestialenantrag. Achso, hier, den können wir ranzoomen. Obwohl er bereits seit vielen Jahren tot ist, verhindert ein schrecklicher Fluch, dass der Wächter der Nacht aus der Welt der Lebenden scheidet. Sein einziger Daseinszweck besteht darin, die Fackeln und Laternen am Brennen zu halten, um Eindringlinge fernzuhalten. In Begleitung seiner Skaven schreitet er die Korridore der Burg ab, bis die Brise, die bei der Ankunft eines neuen Besuchers aufkommt, sein kaltes, kostbares Licht wieder aufflackern lässt. Unheimlich. Na cool. So, wir gehen natürlich trotzdem noch weiter. Mal schauen, hier können wir unsere Sekundärwaffe ein bisschen auffrischen. Und hier ist wieder eine Kettenpeitsche. Wow, guck mal, die Schlange hier, die frisst das Bein von diesem Typen. Merkwürdige Statue. So, welche Schriftrolle haben wir hier gefunden? Hinter dieser Tür befindet sich das große animierte Schachbrett, das von Vampiren entwickelt wurde, um sich während der langen Nächte die Zeit zu vertreiben. Das heißt, von Zeit zu Zeit würden sie einen Menschen zum Spielen einladen. Wenn er gewinnt, wird er in den Vampir-Clan aufgenommen. Verliert er aber, wird er der Speisekarte hinzugefügt. Das kennen wir auch noch aus dem zweiten Teil, oder war es der erste? Das weiß ich schon gar nicht mehr. So, was haben wir jetzt schon wieder? Wirbelnde... Achso, das war's schon. Ja, ja. Mhm. Okay. Okay, alles klar. Gut. Dann könnte ich auch hier noch eine Notiz platzieren und mal wieder Karpeitsche. Okay, gut. Wunderbar. Traurig, weil mein Tee gleich alle ist. Und? Ich schaff das? Ich schätze... Ah, das kann ich... Das... Sehr gut. Alright. So, was haben wir hier oben? Sieht doch aus als... Ah, schau mal hier. Das ist natürlich die große Frage, wie im Allfeld kommen wir dahin? Vielleicht hier lang? Ne, irgendwie nicht. Hm, wie können wir denn das hier ausschalten? Macht das Schaden, wenn wir hier vorgehen? Ja, oh, ein klein bisschen. 50% Schaden. Das wollte ich nicht. Oh oh. Guck mal, die Tür sieht doch aus, könnte man hier reingehen. Aber kann man nicht, weil es ist ja nur ein 2,5D-Spiel. Okay. Da müssen wir wohl hier runter. Moment, hier kamen wir her. Einmal bitte Energie auffrischen. Danke. Hallo, mysteriöses Kleid. Wir können gar nicht mit ihm interagieren. Er schaut uns nur zu. Wie wir in die Zellen hineingehen. Die Zellen. Hat jetzt mal wenn. Ich frage mich, wie das Spiel bei so den anderen Castlevania mit Veteranen angekommen ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, da sind die Meinungen recht gespalten. Also ich kenne auf jeden Fall Leute, die das Spiel
ganz gut fanden. Ohne das jetzt als herausragend zu bezeichnen, das sicherlich nicht. Aber ein solides Metroidvania-Spiel halt. Und den Eindruck hatte ich auch, deswegen spiele ich das ja auch, weil ich das als sehr spaßige Erinnerung gehabt habe. Mit vielleicht einer Ausnahme von, keine Ahnung, ein, zwei Bosskämpfen oder sowas, da muss man sich jetzt nicht, dran aufhalten. So im Großen und Ganzen auf jeden Fall solides Spiel. Und vor allen Dingen schön anzusehen, dass das Spiel halt eine PC-Portierung erfahren hat. Kommt ja auch nicht allzu häufig vor, dass 3DS-Spiele dann, Nintendo 3DS-Spiele irgendwann auf dem PC landen. Wo ich auch immer darauf achten muss, ist, geben die Gegner mehr, wenn man die, wenn man die, also mehr Energie und so, wenn man die vorher blockt und solche Dinge. Oder ob man, wenn man den Finisher benutzt oder so. Als wir die Brücke überquerten, mussten wir aufpassen, dass wir nicht über die Berge von Knochen stolperten, die am Boden aufgeschichtet waren, als plötzlich einer unserer Männer vor Schmerz aufschrie. Seine Brust war vom verrotteten Schwert eines Skeletts durchbohrt worden. Ein Herzschlag später erhoben sich Toten um uns und bildeten eine Armee aus furchterregenden, fleischlosen Leichen. Also das hatte er wahrscheinlich, das haben wir wahrscheinlich gerade erlebt hier an der Stelle. Was haben wir hier? Ah. Praktisch. Ein Molotow. Will aber nicht hergeben. Komm her, komm her! Du hast eine Ölfiole erhalten. Halte B gedrückt, um sie aufzuladen, lasse meinen noch fairen Angriff auszuführen. Mit RS kann ich die zweite. Mhm, okay. Naja, okay. Ja, fair enough. Moment. Oh. Okay. Jawohl, alle getroffen. Hat jetzt doch erstaunlich viel Energie gekostet, muss ich sagen. Die muss ich nämlich so zerdeppern, alles klar. Das war das Gas im ersten Teil. Ja, komm, greif mal an. Was mache ich das? Hau dir die Peitsche um die Ohren. Und Ruhe im Karton. Hat mich ganz schön viel Energie gekostet. Ich hoffe, wir können jetzt wieder ein bisschen aufladen. In die inneren Zellen. Ich hätte trotzdem gerne langsam mal die Kettenpeitsche, weil ich habe das Gefühl, da gibt es noch einiges, was wir aufholen können. Da oben ist man lang, gut. Das war's schon? Kommt mir ein bisschen billig vor. Kann man nicht mehr damit machen irgendwie? Da geht's wieder raus. Ne? Natürlich. Naja. Bist du ein Freund oder Feind?
Egal was es ist, wir brauchen eine Kettenpeitsche, um zu ihm hinzukommen. Und wir brauchen dringend Energie. Wow. Wieso brennen die Äxte auf einmal? Dang it. Elende Ratte hier. Ist bestimmt ein Freund. Boah, wie er mich hier so eiskalt erwischt. So. Ach ja, siehst du, ich vergesse nämlich immer meine Magie. Ich hab's doch gesagt. Kann ich nämlich jetzt ganz gut gebrauchen eigentlich. So, was haben wir hier? Der Legende nach wurde Michael Gelhard Schneider, ein edler Ritter und äußerst begabter Bogenschütze, von den Bernards gefangen genommen und irgendwo in der Burg eingesperrt. Er starb, doch er schwor der Burg und ihren Bewohnern Rache. Das heißt, sein Geist würde einem wahren Krieger zu Hilfe kommen. Ach, mir hat er sich nicht gezeigt. Naja, aber vielleicht uns. Und ich glaube, wir wissen auch schon, wo er ist. Wow, ja klar. Ein Hähnchen. Boah, haben wir das gebraucht gerade. Was ist denn da oben? Ah. Ja, wollen wir mal. Was ist eigentlich neu bei uns im gewärtiges Gefängnis? Was ist neu? Guck mal, wie viele Orte wir schon abgeklappert haben. Das ist natürlich neu. Zerbrechliche Ölfederole wird gewöhnlich zur Verteidigung der Burgmauern verwendet, da sie Widersacher Schutt und Asche zu legen vermag. Okay. Ja, ja, gut. Das ist selbsterklärend. Hallo. Ach, das brauchen wir jetzt gar nicht. Wir haben doch ein leckeres Hühnchen ergattert. Upsi. Ah, Mist. Na gut, dann müssen wir wohl hier ein bisschen schwimmen. Kommen wir in den Käfig rein. Nicht so richtig.